Ja, die Berechnung des Volumens mit zwei Methoden. Erst so dieses ganz normale. Volumen ist ein Drittel mal Grundfläche mal Höhe. Das kennt man aus der Geometrie 9. 10. Klasse. Und dann mit dem Spatprodukt mache ich nachher. Diese Pyramide, die liegt besonders gerade da, die ist einfach. Ne? Also die hat hier Länge 6, rechter Winkel, weil das so spezielle Punkte sind. Und da muss man gar nicht so kompliziert rechnen. Die Grundfläche hat einfach das Volumen, die Fläche, also V ist ein Drittel, das ist einfach 6 mal 6. Und die Höhe, dieser Punkt S ist 6 Meter, hier 6 Meter über dem Ursprung. Also 6 mal 6 mal 6 mal ein Drittel ist 72 und Ende aus. Also in der analytischen Geometrie bei komplexeren Aufgaben kann es sein, dass man unter A wird gefragt, wie groß ist denn die Grundfläche? Muss man das berechnen. Unter B wird gefragt, wie hoch ist die Höhe? Ja, muss man berechnen. Und wenn unter C dann Volumen gefragt ist, dann hat man ja schon alles. Ja? Dann setzt man diese Formel ein. Gut, manchmal ist es aber komplexer und da hilft dann das Spatprodukt. Also jetzt hier alles radieren. So. Da gibt es eine Formel und die lautet, das Volumen ist also A, Vektor A, Kreuz B, ja, Skalar C und Betrag und dann steht hier mal ein Sechstel oder ein Drittel und da geht es um Folgendes. Wenn ich das weglasse, wenn das hier mein A ist und dieser Vektor ist mein B und dieser Vektor ist mein C, dann spannen die sowas wie einen schiefen Schuhkarton auf. Ja, also so das, was man jetzt hier sieht. Also ich nehme hier so einen Quader und dann kann ich diesen Quader so schieben, dass er schief wird. Und das nennt man dann ein Spat. Ja, Spat. Und das Volumen von diesem Spat bekomme ich mit der Formel daraus. Ja, genau, jetzt mal das hier wieder weg, das da wieder. So. Also das Volumen von dem Spat ist diese Formel. Ja. Und jetzt will ich sehr häufig nicht den Spat, sondern eine Pyramide. Und wenn diese Pyramide unten vier Seiten hat, dann habe ich hier ein Drittel. Und wenn die Pyramide nur eine dreiseitige Pyramide ist, dann ist es die Hälfte von dem, also dann habe ich ein Sechstel. In dem Fall ist es aber eine vierseitige Pyramide, also hier habe ich jetzt ein Drittel. Also beim Spat hätte ich nichts, eins. Ne? Bei der dreiseitigen Pyramide hätte ich ein Sechstel und jetzt habe ich ein Drittel und jetzt mache ich es nochmal langsam. Ich brauche die Vektoren. Also, ich gehe von irgendeinem Punkt aus. Ja, so, das ist mein A, das ist mein B. Und jetzt ist es viel Arbeit, aber es ist nur Rechnen. Das ist mein C. A Kreuz B. Also, ich brauche hier mein Vektor A ist minus 6, 0, 0. Also Spitze minus Fuß, das ist der Vektor BA. Ja. So machen wir es. Also der Vektor BA und das ist A ist 0, 0, 0, 0, 0, 0 und B ist der Vektor 6, 0, 0, minus, 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 6, 0, 0 und dann habe ich minus, minus 6 und so weiter. Ich kann mir es auch so ganz anschaulich an der Stelle vorstellen. Ich gehe ja von B minus 6 in die x1-Richtung und sonst passiert nichts. Kein x2, kein x3. Ja, hier fehlt so ein bisschen x1, x2, x3. Gut, nächster. Kreuz. Der Vektor B, das ist AD. AD. So, und da wieder Spitze minus Fuß, das ist 0, 6, 0. 0, 6, 0, D minus A. Ja, ich gehe auch 6 Meter in die x2-Richtung und sonst gehe ich nichts. Nichts rauf, nichts in x1. Und danach Skalar, jetzt AS, Spitze minus Fuß. Gut. Und der ist minus 3, 3, 6. So. Minus 3, 3, 6. Also dann nehme ich S minus B. Genau, S minus B und dann kommt das raus. Minus 3. Und weiter geht's. Jetzt hier Kreuzprodukt machen. Da bekomme ich, das kann man nachschauen, wie das geht. Kreuzprodukt. Das ist 0, 0, minus. Das mache ich an der Stelle nicht ausführlich. Mal minus 3, 3, 6. Ja, 0 mal, das ist alles weg. Und dann kommt hier raus 36 mal 6. Ist irgendwie 200. Mal kurz schauen. 216. Ja? 200. Und zwar minus, wegen dem Minus. So. Bisschen Platz machen.
ist minus 216. Aber das Volumen ist ja Betrag von dem Ganzen mal ein Drittel. Betrag macht Plus, ja? Also ist 216 mal ein Drittel ist 72. Also genau die Zahl, die wir vorher natürlich auch hatten, sonst hätten wir einen Fehler gemacht. Und also zur Wiederholung, so kriege ich das Volumen einer vierseitigen Pyramide mit Hilfe des Spatprodukts. Statt von B hätte ich jetzt auch von D ausgehen können. Ja, das ist völlig egal, irgendwas, Moment, was dickes Blau, ja. Das hier als A nehmen, das als B nehmen, das als C nehmen, völlig egal, ja, oder von C ausgehen, ich kann das machen, wie ich will. Da kann man nichts verkehrt machen. Ja, vielleicht hier nochmal, damit es nochmal klar wird, wenn jetzt jemand immer noch nicht abgeschaltet hat und immer noch Sorgen hat, so. Ja, meistens steht ja dieses Spatdings da in der Formelsammlung. Also ich hätte jetzt auch das als A nehmen können. Das hier als B nehmen können und das als C nehmen können. Hätte auch funktioniert. Kommt auch immer, solange 72 rauskommt, habe ich es richtig gemacht. Passt.